Hallihallo, Hallöchen. Also Leute, willkommen zu einem neuen Video zu How to Haare richtig waschen. Yeah! Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Sachen für euch zusammengesucht, die ich auf mehreren Quellen gefunden habe und auch der Meinung bin, dass die auf jeden Fall zutreffen. Und jetzt möchte ich euch mal das bisschen näher bringen. Es ist so, dass die meisten Leute halt mehrere Fehler machen beim Haarewaschen, was ihnen gar nicht auffällt. Wahrscheinlich wird der eine oder andere auch ein, zwei Punkte kennen, die er selber macht und vielleicht nicht machen sollte. Ist im Endeffekt jedem selbst überlassen, aber ich wollte es euch trotzdem an den Mann bringen. Und zwar fangen wir an mit Nummer 1. Man sollte die Haare kämmen. Aber nicht mit nassen Haaren, sondern immer vorm Duschen die Haare kämmen, beziehungsweise vor dem Haarewaschen die Haare kämmen. Nicht, wenn sie nass sind. Haare sind unglaublich angreifbar und unglaublich sensibel, wenn sie nass sind. Deswegen solltet ihr auch niemals, nie ein Haargummi tragen, wenn ihr schwimmen geht. Das macht die Haare einfach kaputt. Das macht sie brüchig. Das macht sie gummiartig. Das macht die Struktur kaputt. Nummer 2. Es ist wichtig, das richtige Shampoo zu benutzen. Es gibt so viele verschiedene Shampoo-Arten in den ganzen Drogerien und wo auch immer, im Internet und so weiter. Für lockige Haare, für glatte Haare, für strapazierte Haare, für voluminöse Haare, für voluminös lose Haare. Es gibt auf jeden Fall unglaublich viele verschiedene Shampoos. Und es gibt einen Grund, warum es so viele verschiedene gibt. Und das ist, dass jede Haarstruktur anders ist. Dass auf jeden Fall jede Person eine andere Art von Haaren hat. Zum Beispiel würde es keinen Sinn machen, wenn ich mir Shampoo holen würde für normale Haare, denn ich habe durch das Färben natürlich auch kaputte Haare. Oder eine Person mit sehr viel Volumen in den Haaren sollte kein Volumen-Shampoo holen. Das macht es nämlich nur noch voluminöser und noch mehr. Außer man will das halt. Aber da drin sind halt spezielle Stoffe, die, ne, nicht dafür geeignet sind. Drei. Einer der größten Fehler ever. Die Leute waschen ihre ganzen Haare einfach so mit Shampoo. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Denn man sollte mit Shampoo nur seinen Ansatz waschen. Weil Shampoo trocknet die Haare aus. Das ist einfach so. Man sollte auch nicht zu viel Shampoo nehmen. Es reicht so eine Walnussschalengröße, sagt man, an Shampoo. Wirklich nur in den Ansatz und in die Längen kommt dann die Spülung, die Kur oder was auch immer. Und die soll dann auch nicht an den Ansatz, denn sie fettet den Ansatz. Dadurch werden die Haare schneller fettiger hin und her. Auf jeden Fall, wenn ihr den Ansatz nur wascht und dann ausspült, es läuft genug Shampoo durch die ganzen Haarlängen. Es muss nicht die ganzen Haare eingeschmiert werden. Damit brauchen die einfach nur noch mehr Feuchtigkeit, um halt nicht trocken auszusehen. Beziehungsweise müssen schneller wieder gewaschen werden. Nummer 4. Oh, fuck. Mal haben die meisten Leute das Problem, dass sie die Haare zu oft waschen. Mit zu oft waschen ist gemeint, wirklich jeden Tag die Haare zu waschen. Auch jeden zweiten Tag die Haare zu waschen ist zu viel. Wirklich, Leute, wirklich. Es ist so, dass man lieber einen Tag mehr aushalten sollte mit seinen fettigen Haaren. Dadurch fettet man die Haare auch mehr aus und sie werden nicht so schnell fettig. Ich zum Beispiel wasche mir nur einmal bis maximal zweimal die Woche halt die Haare. So, weil meine Haare auch einfach nicht schnell fetten, weil ich sie halt mal ausfetten lassen habe. Und es ist halt auch nicht gut für die Haare. Das Duschen, das Waschen an sich ist nicht das Problem, sondern eher die meisten Shampoos, obwohl mittlerweile die viele, viele Shampoos sehr mild sind, also die Tenside darin sind sehr mild, aber trotzdem, dieser ganze Prozess des Waschens, des Wassers und so weiter, erkläre ich gleich auch noch. Das macht es halt erstens anstrengend und zweitens halt nicht gut. Wisst ihr, was ich meine? Nummer 5, und zwar die richtige Wassertemperatur.
Es ist nämlich so, dass heiß duschen unglaublich schlecht ist für die Haare. Denn zu heißes Wasser entzieht die Feuchtigkeit aus den Haaren, wodurch sie dann trocken werden und spröde. Und die Schuppenschicht raut dann halt auch. Wenn man zum Beispiel seine Haare blondiert und alles rauswaschen möchte, dann ist es am besten halt wirklich heißes Wasser zu nehmen, damit, ne, die Haarstruktur sich aufraut und alles rauswäscht. Wenn man aber zum Beispiel Haarfarbe einwirken lässt und sie dann auswäscht, immer mit kaltem Wasser, weil die Haarstruktur verschließt sich bei kaltem Wasser. Und dann wäscht sich auch die Farbe nicht so schnell raus. Es ist halt so, dass man am besten sich so die Haare waschen sollte, dass lauwarm ist die ganze Zeit und am Ende nochmal richtig kalt. Wenn man nämlich kalt duscht oder kalt die Haare wäscht, dann verschließt sich, wie gesagt, diese Haarstruktur und die Haare fühlen sich auch viel schöner an, viel glatter, viel weicher und sehen auch so aus. Nummer 6. Ein harter Wasserstrahl ist oft auch ein Problem, weshalb der Ansatz so viel fettet. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber durch einen harten Strahl passiert das Gleiche wie bei einer Kopfmassage. Die Teigproduktion an der Kopfhaut wird halt angeregt und dadurch fettet der Ansatz schneller. Außerdem trocknet die Kopfhaut schneller aus, wenn man einen sehr harten Strahl benutzt, vor allem dann auch noch einen sehr harten, heißen Wasserstrahl. Was auch schlecht ist für die Haare, noch nebenbei ein kleiner Tipp, ist halt Kalk, denn Kalk trocknet ebenfalls die Haare aus. Deswegen, wenn ihr ein sehr, sehr kalkhaltiges Wasser bei euch zu Hause habt, solltet ihr auf jeden Fall nicht so oft die Haare waschen. Also wir haben hier bei uns in Köln, da wo ich wohne, sehr kalkhaltiges Wasser. Deswegen ist es auch sowieso besser, dass ich meine Haare nicht so oft wasche. Es ist natürlich nicht komplett schädlich, aber wenn man jeden Tag die Haare wäscht mit sehr kalkhaltigem Wasser, dann trocknet das halt schnell mal die Haare aus. Beziehungsweise auch die Kopfhaut. Nummer 7. Das richtige Auswaschen. Leute, es ist wichtig, seine Haare richtig auszuwaschen, wenn ihr so viel Shampoo benutzt und Spülung und Kur und so weiter, weil die ganzen Produkte, die ihr euch beim Waschen in die Haare schmiert, also wir, sind zu schwer für die Haare. Dadurch wird, wer hätte es gedacht, die Haarausfallproduktion natürlich beschleunigt. Nummer 8. Es ist wichtig, eure Haare zu pflegen mit Haarkuren, Pflegeprodukten wie Öl, wie Spitzenretter, wie Haarmasken und so weiter. Leute, benutzt es wirklich und macht es so wie auf der Anleitung, nicht in den Ansatz das Öl, dann fettet euer Ansatz und so weiter. Euer Ansatz fettet genug von alleine, da muss nicht noch Öl rein und sonst. Aber ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht über Haarpflege à la Pix. Da hatte ich das auch schon mal erklärt. Nummer 9. Jetzt bin ich verwirrt. 9. Ja, 9. Viele Leute benutzen Gel. Viele Leute benutzen Haarwachs. Viele Leute benutzen Haarspray. Oh Gott. Viele Leute benutzen Haarspray. Das, liebe Freunde, verklebt die Haarwurzeln. Und dann, meine lieben Freunde, solltet ihr die Haare natürlich waschen, wenn ihr das benutzt. Denn dadurch wird die Haarausfallproduktion und so weiter auch angeregt. Und ja. Will keiner. Ich hätte schon früher hier drauf Videos machen sollen. Die glorreiche Nummer 10, Freunde. Die glorreiche. Wenn ihr fertig seid mit dem Duschen, nimmt kein Handtuch und rubbelt es über den Kopf. Macht nicht so. Macht nicht so. Leute, wirklich, es bricht eure Haare ab. Es trocknet die Haare aus. Es macht sie komplett kaputt. Stellt euch doch mal, weiß ich nicht, stellt euch mal eine Blume vor. Ihr fasst sie so an und tupft sie so alles gut, aber sobald ihr so macht, geht sie kaputt. Und genau das gleiche ist halt mit euren Haaren. Deswegen, wenn ihr ein Handtuch habt, dann tupft das so aus, also drückt es aus. Nicht rubbeln, wirklich, macht das nicht, Leute. Und ganz wichtig an die Mädels, lasst das mit den Haartobern. Ich weiß, es ist sehr, sehr angenehm, die Haare so hoch zu binden. Das kann man auch am Anfang machen, so die ersten ein, zwei Minuten. Aber lasst eure Haare nicht die ganze Zeit im Haartobern. Das ist so schädlich für die Haare, das bricht die ab. Nummer 11. Lieber die Haare lufttrocknen lassen. Es ist wesentlich angenehmer für die Haare. Nicht föhnen, Leute. Muss ich das erklären, dass Föhnen schädlich ist für die Haare? Ich erkläre es trotzdem. Föhnen ist heiße Luft, die auf eure Haare geht. Trocknet aus, macht kaputt. Also ihr versteht das, denke ich. Ihr wisst das ja. Verzichtet darauf. Wenn es nicht anders geht, ihr geht morgens duschen und müsst dann zur Arbeit und so weiter. Und es geht gar nicht anders, weil ihr sonst so nicht rausgehen wollt. Dann okay. Aber versucht es zu vermeiden. Am besten Luft trocknen. Ich lasse meine Haare immer Luft trocknen. Und
Nummer 12 und damit die letzte Nummer in diesem Video, Freunde. Yeah! Die allerletzte. Geht nicht mit nassen Haaren ins Bett. Denn ich habe mehrfach jetzt schon gelesen, dass wenn man mit nassen Haaren ins Bett geht, die Haare liegen ja so, man liegt ja auf den Haaren und dadurch ist dann so quasi wie so ein Film. Verdeckung. Das ist wie wenn ihr die Wäsche wäscht und dann 2 Tage lang in der Waschmaschine zulasst. Das kann schimmeln auf dem Kopf. Es kann, es muss nicht, es kann. Man sollte das auf jeden Fall nicht machen. Zumindest nicht so oft. So, Freunde, und das waren meine 12 Tipps zum Haare waschen. Wenn ihr noch weitere Tipps kennt, sagt Bescheid, wenn ich wieder nur Bullshit gelabert habe. Sagt Bescheid, ich habe halt auf mehreren Seiten recherchiert und ich finde, das macht auch alles sehr viel Sinn. Und vieles davon kann ich selber bestätigen. Danke fürs Zuschauen. Ehre an euch. Okay, ciao. Ooh, ooh, ooh.